So Leute, und damit herzlich willkommen zurück beim Let's Play zu L.A. Noire. Und jetzt denke ich sogar vorher mal dran, und zwar, ich hole meinen Controller hoch. Ja, das heißt Controller. Ich war gerade übrigens sehr entsetzt, als ich gesehen habe. Viertelmondmorde. Nein, das habe ich nicht gesehen, aber ich halte jetzt erstmal meine Klappe. Well done, lads. You did well with the Summers case. But we have a problem. The examiner received a new letter today. Do you mind if I take a look, Ray? Go right ahead. They've both been rinsed in gasoline like the previous letters, so I can't lift a print. Schauen wir uns den mal an. VZBD. Finde mich in meinem Versteck. No one else but the killer knew about this message. Da, was ist das? Poetische Werke von Percy Bysshe Shelley. Zu tragen Leid, das ihr unendlich meint, Unrecht verzeihen, das schwarz wie Tod und Nacht, der Macht zu trotzen, die allmächtig scheint, und leben und hoffen bis der Hoffnung Kraft aus ihren Trümmern das Ersehnte schafft. Nicht straucheln, schwanken, nicht der Reue Macht. Gleich deinem Rom-Titan heißt dies allein, gut, groß, frei und schön und freudig sein. Ja, dies allein heißt Leben, Herrschen, Siegen. To suffer woes, which hope thinks infinite, to forgive wrongs darker than death or night. Okay. Das ist interesting. Und sahen verwundert nach dem Himmel auf, dieweil noch immer die Musik erscholl. Ich aber schlüpfte in einen Brunnen schnell auf öffentlichem Markt, dem Widerschein des Mondes gleich, der sich in Wellen spiegelt unter grünem Laub. Another snippet from the Shelley poem. Scheiße. Ich kenne den Fall, glaube ich. If the note is from the Dahlia Maniac. He definitely also killed Teresa Terrell. Mal and I agree. But where does that leave us? If this is the Dahlia killer, and he is responsible for the Terrells and murder, not to mention the Muller case. Hang on a moment, Skipper. Let me finish, Rusty. We have five birds in hand and none in the bush. The department will not survive a scandal if we have to let them all go without catching a fiend first. Your careers will be over for a start, gentlemen. Looking in wonder. Ah, fuck it. I knew this run was too good to be true. I hid myself within a fountain in the public square. You like that stuff? What is it supposed to mean? It's supposed to... Forget what it's supposed... What does he want it to... Where are you going with this, Cole? He's obviously taunting us. He believes he's far more intelligent than we are. Okay. It's some kind of story, right? A guy that God hates, chains him up. It's an allegory, Rusty. A what? Story with two meanings. A symbolic meaning. But that's what he wants us to think. Could he be using it literally? Within a fountain in a public square? Could it be that easy? Can somebody tell me what the fuck is going on? A fountain in Pershing Square. Come on, we have a clue. Captain? Thanks, Ray. Be careful, Phelps. This is his game you're playing now. Okay. Das ist da jetzt schon mal relativ interessant. Let me guess. Hiding from the wife? Ja, mal sehen, was uns sonst noch dabei rauskommt. I'm looking for the Ausgang. Ach, da ist der Ausgang, okay. Ja, jetzt kann ich auch mal zum Quatschen kommen, und zwar... Ich war total erschrocken, als ich gerade gesehen habe, wann ich das letzte Mal aufgenommen habe. Nämlich, wir haben jetzt heute den 3.10. Also 3. Oktober. Also an dem Tag, wo der Part noch online kommen soll. Das wird zwar nicht ganz einfach, aber ich versuch's einfach mal. 9:30 morgens, 9:45 jetzt schon, scheiße. ja, ich habe am 14.09. das letzte Mal aufgenommen. Das all those cases, Rusty. Fast 3 Wochen her. We've got to get this guy. I know. Enough women have died. Yeah, and it's our asses on the line too, Phelps. You heard what the captain said. The department is not going to take responsibility for all those bad convictions.
Success is a double-edged sword. Let's just get this sick pervert and have it done with. Wenn das nur so einfach wäre, Rusty Finbar, however you are named, called. Scheiße. Ah, mein Englisch ist auch voll am Arsch. Wir schreiben nächste Woche eine Englischarbeit. Geil. Ah. Hä? Achso, ich dachte gerade. Nämlich das Schild da oben, Hotel Clark. Das war gerade nur zu sehen und nicht die Halterung. Nicht da so, Höhe, das schwebt. Was da los? Ich bin übrigens... Ja, ich muss sagen, ich war zwischendurch... Ich halte es hier mal an. Ich will es mal fertig quatschen. Ich war zwischendurch am Überlegen, ob ich das L.A. Noire Let's Play beenden soll. Weil die Aufrufzahlen sind doch ziemlich niedrig. Bei den letzten Videos war es immer so ein Aufruf. Und es ist ja trotzdem ziemlich viel Arbeit. Und ja, keine Ahnung. Aber ich denke, ich mache es jetzt erstmal noch weiter, vor allen Dingen den Fall, weil das ist meines Erachtens der schwierigste und ein ziemlich entscheidender. Also, den möchte ich auf jeden Fall noch fertig kriegen, weil das ist doch sehr entscheidend, der Fall für die Zukunft von Phelps und allgemein die Zukunft von dem ganzen Spiel. Aber ich will jetzt gar nicht mehr spoilern, sondern ich würde jetzt sagen, ich fahre jetzt einfach zu. Und ja, da sind wir jetzt am Pershing Square, 2.50 Uhr. Liegt hier irgendwas? Bestimmt. Ja, komm. Bäh. Fick dich doch, du Spasti. Oh Gott. Seht, eine Grotte weiß ich, überwachsen von Pflanzen, die mit üppigen Gerang von Blumen und Blatt das Tageslicht verhängen und ausgelegt mit Adern von Smaragd. In ihrer Mitte murmelnd springt eine Quelle, von hoher Wölbung niederhangen dort des Bergs gefrorene Tränen, die wie Schnee, wie Silber oder diamantene Säulen verbreiten rings ein trautes Dämmerlicht. There is a cave, all overgrown with trailing odorous plants which curtain out the day. Where next? Ja, das ist natürlich eine schwere Frage. Da hast du vollkommen recht. Und was ist das? Sozialversicherungsausweis Nummer Elizabeth Short. Elizabeth Short. Betty Short. Black Dahlia. Scheiße. Elizabeth Short's Social Security card. Jesus Christ. That's not all. There's another stanza from Shelley. Can you work it out? You got a city map? See if you can work out where he's taking us. I don't like this freak leading us around by the nose. Eine Grotte überwachsen von Pflanzen. In der Mitte eine Quelle. Das? Wiltshire Revier? Lauter versteckte Karren, oder? Die Fragezeichen sind noch. Legende? Wahrzeichen ist mit dem komischen Foto gekennzeichnet. Okay. Intoleranz Filmset? Nee. Boah, die Karte ist so riesig, also das ist echt heftig. Was ist das hier? Main Station Terminal, ne. Also das Bradbury Gebäude könnte es sein. Drahtseilbahn? Ne.
Intoleranzfilmset hatten wir. Stadtbücherei. Nee. Union Station wird es ja wohl auch nicht sein. Dann würde ich das gerade mal mit dem Gebäude hier versuchen. Ja, ab zu unserem Auto, ne? Ja, wie gesagt, ich habe es halt echt ewig nicht aufgenommen, aber das liegt daran, ich hatte erst noch ganz viel Parts immer übrig auf Lager. Und dann hatte ich Zeit und wollte aufnehmen, war aber ziemlich krank. Das heißt, ich konnte wirklich nicht reden, das war einfach nicht drin. Komm her, Diggi. Ja. Da hatte ich jetzt auch echt keine Zeit, weil... muss lernen, Latein, ja, geil, nicht. Habe ich jetzt auch sonst noch ein paar Sachen, die Zeit kosten und für mich definitiv vor YouTube gehen. Him. It's really him, the fuck who killed the Dalian. Can you believe this? He's leading us. It's his game, Rusty. He may want someone to catch him, but he's extremely dangerous. I doubt if he will give up easily. Suits me down to the fucking ground. We clip this fuck and we get citations. What a day to be a cop. Pencil pushing Parker won't be able to shove me aside after this. Ja, wie gesagt, YouTube ist halt echt für mich noch. Goddamn Drag Racers, oh, das ist geil. Also ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Nee. Ich lese mir den Hinweis nochmal durch. Eine hohe Wölbung. Was kann das nur sein, nicht? Möchtet ihr mich schlagen? Tut es jetzt. Tut es einfach jetzt. Tut es einfach jetzt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, mich für meine Dummheit zu bestrafen. Noch fahr doch zu, du Drecksdepp. Tante Frauen am Steuer. Entschuldigung. Ich habe nichts gegen Frauen am Steuer, aber das war jetzt halt wieder was für... Ich weiß nicht, ich mag die nicht so gerne. Ich habe... Lalala, ganz gemütlich. Ja, was haben wir sonst noch so zu erzählen? Ja, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe halt jetzt momentan auch noch ein paar andere zeitraubende Sachen zu tun, außerhalb von YouTube und die sind mir doch wesentlich wichtiger. Also, YouTube ist ein Hobby, ich habe daraus keine großen Vorteile, ich mache das wirklich nur zum Spaß. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass ihr mir das durchaus auch nachseht. Stadtarchiv, 3.22 Uhr nachmittags. Boah, Alan Rhodes, das sieht ja geil aus. Was hab ich eigentlich schon wieder für Probleme? Echt, das ist schlimm mit mir. Schlimm. Ja, schlimm, das spricht man so. Der Kronleuchter. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nicht auf... Nein, ich will nicht auf den Kronleuchter klettern. Nein, Alter, leck mich am Sack. Can I help you, sir? Detectives, LAPD. Sprechen wir den mal an. How do we get to the top of the chandelier? You what? Have a little faith, pal. We're in a real hurry. Head up to the top floor. There's an access panel and a ladder in the maintenance room.
Okay. Ja, geht es hier irgendwie noch höher oder? Klar bin ich der. Okay, da geht der Diggi hin. Der wird schon wissen, wohin geht. Ah, okay. Der hüpft da gleich ganz übermotiviert hoch, ohne dass ich weiß, was ich tue. Going out there, Rusty. Better you than me. Be careful. Could be a trap. 9. Alter. Gott. Alter. Nein, nicht schon wieder eine Uhr. Oh Gott. Scheiße. Das ist echt nix. Aber ich glaube, wenn wir hier raus sind, ich mache echt nur noch das hier kurz, weil ich hab nicht so viel Zeit. Ich muss das dann auch rendern und hochladen. Aus den Tempeln hervor, von Aug und Ohr, ob allen Künsten der Musen erbaut, aus murmelnden Wellen entsiegelter Quellen, drin Weisheit der dalischer Schwingen betaut. Betaut. Okay, man lässt nie aus. Man's ear and eye, roofed over sculptures and posy. Where have I seen that? Oh Gott. Jesus Christ, hold it off that goddamn thing. Find a rope, Rusty. There isn't time. See if you can swing that thing from side to side. Get it over the edge, then jump for it. Okay, scheiße. Und tipp. Boah. Ach du Scheiße, echt. Das ist ja mal heftig. That was too close. Yeah, well, the higher you climb, the further you fall. Let's get out of here. Gute Idee. No, a yellow gold wristwatch. From Older Dame. Yes, and a scrap of the poem. Another location. If I can work it out. Jetzt hole ich mir erstmal das fette Cabrio. Obwohl, ne, der speichert hier. Ja, dann würde ich sagen, ja, beende ich hier auch schon wieder die Aufnahme. Das tut mir natürlich schrecklich leid, aber ich habe einfach momentan, wenn ich Zeit habe, keine Lust. Wenn ich Lust habe, keine Zeit. Ja. Story of my life, wa? Na, dann würde ich sagen, war's es erstmal für den Part. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao, ciao und bis bald.